Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen und das letzte Mal mit einer praktischen Funktion, die es in den meisten Programmier- oder in den meisten funktionalen Sprachen schon gibt und mit der wir eigentlich nur noch arbeiten müssen, und zwar heute mit Reduce. Wir hatten uns schon Map, Zip, Unzip, Filter angeguckt, aber Reduce ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, auch ein bisschen schwerer zu verstehen, aber trotzdem unglaublich nützlich. Und zwar wollen wir heute eine Liste, die wir als Parameter logischerweise übergeben an Reduce, reduzieren auf ein einziges Element. Das heißt, wir bekommen hier am Ende ein X raus. Das ist in unserem Fall jetzt ein Integer. Werden wir aber gleich sehen, warum das ein Integer ist, weil diese ganzen Elemente hier innen drin natürlich auch Integer sind. Und ja, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen Reduce anwenden. Reduce. Und Reduce nimmt eine Liste L wieder mal und eine Funktion, wir nennen sie wieder mal, logischerweise foo. Und hier fällt mir gerade auf, fehlt schon die ganze Zeit das Semikolon. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ist sowieso von funktionalen Sprachen eher seltener, dass man Semikolon sieht. Aber ist egal. X ist reduce von L, foo. So, und was jetzt hier passiert ist, wir müssen jetzt wieder mal eine Funktion angeben, die sagt uns, wie wir diese Elemente hier miteinander reduzieren. Wir müssen aber trotzdem noch kurz durchgehen, was da so wirklich passiert. Zum Beispiel eine Function foo. Und die nimmt jetzt in unserem Fall immer zwei Elemente, A und B. Und macht irgendwas damit. Und in unserem Fall sagen wir jetzt einfach, wir wollen das Maximum berechnen. Also diese Funktion foo wird am Ende, oder dieses reduce und die Funktion foo in Kombination werden nachher das Maximum unserer Liste berechnen auf eine super simple Art und Weise. Und zwar wollen wir hier einfach zurückgeben, welches Element größer ist. Das heißt, wir sagen einfach, if a größer b. Und irgendwie ist es seltsam, wenn ich hier das Ganze so schreibe. Eigentlich sollte man... Naja, egal. Wir machen die Schreibweise einheitlich, das heißt, wir lassen das so. Dann wollen wir natürlich A zurückgeben und ansonsten wollen wir B zurückgeben. Ihr erinnert euch, wenn wir Return ausführen, dann gehen wir direkt raus, das heißt, Return B wird nicht mehr ausgeführt. So, und was jetzt hier natürlich passiert ist, es wird immer das größere Element und wenn beide gleich groß sind, wird einfach B zurückgegeben, klar. Und das lässt sich natürlich jetzt hier auch mit dem Typ von der Funktion argumentieren. Hier kann man alles mögliche reinstecken, was diese gleich oder größer als oder generell irgendwelche Vergleiche implementiert. Das heißt, wir können hier auch unsere eigene Custom Class sogar reinstecken am Ende. Und es wird trotzdem noch funktionieren, solange sie eben diesen Operator hier implementiert. Ziemlich coole Sache. Das heißt, es ist super, naja, flexibel auf jeden Fall. Aber was wir jetzt hier im Endeffekt machen ist, wir reduzieren unsere Liste. So, jetzt möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen mache ich hier mal ein bisschen durcheinander. 1, dann haben wir hier vielleicht eine 8 drin und hier eine 7. So, okay. Also was hier passiert ist, Reduce geht von links nach rechts durch die komplette Liste. Das heißt, wir sagen, unser erstes Element, das ist jetzt unser Element. Das ist erstmal unser normales Element. Und das erste Element wird einfach hier als Startelement gesehen. Also das heißt, wir haben hier eine 5, mit der fangen wir an. So, jetzt im nächsten Schritt wird die 6 drauf gefoot. Also was passiert mit 5 und mit 6, wenn wir sie in foo reinstecken? 5 ist A, 6 ist B. Das heißt, ist 5 größer als 6? Nö, ist es nicht. Also geben wir B zurück und B ist 6. Das bedeutet, unser Element wird jetzt hier zur 6. Also die 5 wird einfach weggeschmissen, weil wir eben hier gesagt haben, wir brauchen sie nicht mehr. Klar, wir können auch einfach A plus B zurückgeben und so weiter und so fort. Geht alles. Und jetzt natürlich wieder dasselbe mit der 6. Das heißt, wir haben diese beiden Elemente hier verarbeitet. Also die 6 ist unser besonderer Wert sozusagen, den man sich immer irgendwie merken muss. Und jetzt wird einfach der nächste Wert drauf gefoot. Das heißt, 6 als A und 1 als B. Ist 6 größer als 1? Ja, also geben wir A zurück. Also haben wir hier als neues Element oder altes Element, ist eigentlich egal, die 6 stehen. Also, naja, weiter geht's. 6 und 8 in foo rein, also A ist 6, B ist 8, ist A größer und so weiter und so fort. Also geben wir hier 8 zurück und deswegen bekommen wir hier als neues Element die 8. So, und dann passiert dasselbe mit 8 und 7 und danach mit 8 und 6 und jedes Mal geben wir die 8 zurück. Und was am Ende in X drin steht, ist eben das Element hier, die 8. Gut. Das ist, wie Reduce funktioniert. Wenn es euch jetzt gerade zu schnell war, einfach nochmal kurz zurückspulen und vielleicht nochmal angucken. Wir wollen uns jetzt tatsächlich diese Reduce-Funktion selbst schreiben in unserem Pseudocode, den wir hier die ganze Zeit verwenden. Und das ist gar nicht mal so schwer, wie man sich vielleicht überlegen würde. Ich möchte euch das einfach kurz zeigen. Function Reduce. So, was brauchen wir als Parameter? Naja, wir brauchen eine Liste L.
Oder wir nennen sie einfach wieder List und wir nennen die Funktion f. So, und was jetzt hier passiert, ist eigentlich wirklich super simpel. List ist die Liste, die eingegeben wird, und f ist wieder mal unsere Funktion. So, das heißt, wir zweigen als erstes unser erstes Element ab. Klar, wir müssen jetzt hier noch überprüfen, ob die Liste leer ist, damit es nicht abstürzt. Das überspringe ich jetzt hier einfach mal aus Einfachheitsgründen, damit der Pseudocode nicht so lang wird. Und dann sagen wir hier, okay, magisches Element, oder nennen wir es einfach mal Magie, ist gleich List von 0. Wie gesagt, wir müssen hier überprüfen, ob die Liste auch wirklich ein Element enthält. So, und dann sagen wir for i in List. Halt, stopp. In unserem Fall können wir jetzt hier tatsächlich nicht mit einer for in Schleife durchlaufen, sonst haben wir dieses Element hier zweimal. Klar gibt es magische Werte. Wir nehmen jetzt aber einfach hier mal eine ganz normale Vorschleife, int i gleich 0, ups, i kleiner list.length, was ist denn los, list.length i plus, so, und ja, okay, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wollen natürlich bei 1 anfangen, dieses gleich 0 ist bei mir nur irgendwie so drin, weil wir das 0. Element ja schon verarbeitet haben. Achtung, bei dem Beispiel macht es hier jetzt natürlich keinen Unterschied, aber es kann natürlich sein, a plus b, dann würden wir das erste Element zweimal verarbeiten, dann hätten wir plötzlich einfach, zum Beispiel in unserem Fall, 5 zu viel drin, das wäre schade. Deswegen hier mit dem ersten Element angefangen und das 0. Element hier in der Vorschleife ignoriert, weil wir es hier schon dabei haben. So, und dann sagen wir einfach, Magie ist gleich... wie haben wir die Funktion genannt? F von Magie, Komma, List von I. Fertig. Und am Ende geben wir einfach Magie zurück. Ups, Magie zurück. Also ihr seht, so schwer ist der Code für diese ganzen Funktionen nicht. Man muss natürlich nur erstmal auf die Idee kommen, solche krassen Funktionen hier sich auszudenken und tatsächlich auch so sinnvolle Funktionen tatsächlich sich auszudenken. Aber es ist tatsächlich cool, weil man hier wirklich sehen kann, okay, wir können jetzt einfach diese Liste hier super easy auf ihr Maximum reduzieren oder wir können einfach auch das Ergebnis, zum Beispiel einfach alle Elemente aufsummieren oder aufmultiplizieren oder was auch immer. Und das ist für Mathe ist das super hilfreich, wenn man da einfach mega leicht irgendwelche Summen oder Reihen oder sowas berechnen kann. Also ja, es ist wirklich sinnvoll und wird auch oft eingesetzt. Ihr werdet dieses Reduce wahrscheinlich häufiger sehen in funktionalen Sprachen, als euch lieb ist. Gut, und es gibt noch eine zweite Geschmacksrichtung von dem Reduce und die möchte ich euch auch noch kurz vorstellen. Und zwar haben wir jetzt hier implizit eigentlich geklammert. Das heißt, wir haben gesagt, wir arbeiten zuerst mit dem Element, danach mit dem, danach mit dem, danach mit dem, danach mit dem, danach mit dem. Das geht natürlich auch andersrum. Und zwar kann man hier sagen, wir arbeiten zuerst mit dem Element, danach mit dem, danach mit dem, dann das und dann das. Das wird auch oftmals als Reduce Write oder sowas bezeichnet oder manchmal gibt es überhaupt nicht. Das ist dann immer von der Sprache abhängig. Also nur, dass ihr kennt, dass ihr eben diese beiden Varianten kennt. Einmal geht es von rechts durch und einmal geht es von links durch. Macht natürlich bei so Sachen wie Maximum oder sowas keinen Unterschied, kann aber definitiv einen Unterschied machen, wenn man zum Beispiel subtrahiert oder dividiert oder sowas. Da könnt ihr euch ganz gerne mal selber das Beispiel rausschreiben, sozusagen als Übung. Und ja, wir hören uns schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.